Vielen Dank. Sehr freundlich und Dankeschön. Wenn Sie zu unserer treuesten Zuschauergemeinde gehören, dann wissen Sie, wir zeichnen ja unsere sympathische kleine Familienshow jeden Tag um 18 Uhr auf hier in Köln. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, wie Big Brother ausgegangen ist, aber ich vermute mal, Jürgen hat gewonnen, oder? Ja, das war eigentlich so, dass alle Zeichen darauf hin. Und ich muss ja sagen, Big Brother ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Aus, finito, vorbei. Erste Staffel. Was jetzt kommt, ist die EM. Ja? Obwohl viele sagen, die deutsche Mannschaft ist schon so gut wie nominiert. Nein, erst mal abwarten. Erst mal abwarten. Ich werde Ihnen das nachher hier zeigen. Ich werde nachher hier meinen Firmentipp ausfüllen und ich werde voraussagen, wer Europameister wird. Vielleicht, es sei denn, es gewinnt jemand anders. Ja? Und, Moment. Moment. Moment, das Fachmagazin Playboy, und das hat uns überrascht, hat kein Interesse an Sabrina. Sie werden sich erinnern, war auch im Container. Ja, immer gut gelaunt, immer fröhlich. Und wir haben uns gefragt, eine Frau mit einer knackigen Figur, warum kein Interesse des Playboys? Und dann ist uns klar geworden, klar, ja, das Emblem des Playboys ist ein Bunny und kein Happy Hippo. Lebt, wie du dich fühlst. Das muss ich mal sagen. Ich weiß auch nicht, wie heute ausgegangen ist die Folge von Wer wird Millionär. Haben Sie gestern gesehen, diese schwarzhaarige Münchnerin, die nur gekichert hat, die bei 2000 Mark schon 3 Joker verbraucht hatte? Und auf die Frage, wer regierte im 17. Jahrhundert Mexiko? Die Azteken, die Azoren, die Azubis oder die Azuris? Hat sie angerufen. Und das ist der neue Trend, der Angerufene weiß noch weniger. Ja. Und ich hoffe. Es ist unglaublich. Und ich hoffe, die ist heute gleich als Erste rausgeflogen. Man glaubt es nicht, ja? 30 Sekunden, das sage ich mal für alle, die angerufen werden bei Wer wird Millionär. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Und wenn da also eine Kichertrine aus München fragt, hallo, wer regierte Azubis, Azuris und so weiter, das geht schon alles von der Zeit ab. Und wenn ihr dann sagt, wie, habe ich nicht verstanden. Oh Gott, bin ich nicht sicher. Nee, weiter. Aus! Zeit vorbei. Ja? Die Azteken. Die Azteken. 3 Joker bei 2000 Mark. Wir empfehlen ein Jurastudium. Da ist die Beweislage ähnlich. Meine Damen und Herren, wir haben heute Abend eine Frau bei uns zu Gast. Sieht großartig aus. Ist Topmodel gewesen und hat vor 2 Jahren eine Firma gegründet im Internet. In diese Firma können Sie wetten. Die Firma heißt Allo AG. Nein, liebe Howie-Fans, nicht Hello Again. Allo AG. Und das heißt, wenn immer Sie wetten wollen, wer wird Europameister, war Clinton dran oder nicht, war das die Zigarre oder war es nur der Reißverschluss, ja, dann können Sie dort machen bei wer irgendwas. Ich werde Ihnen nachher die Adresse sagen. Allo AG und die junge, äußerst attraktive Firmenchefin und Vorstandsvorsitzende dieser Firma heute Abend bei uns zu Gast, Yara Wortmann. Allo AG. Ah, hallo. Wie Azteken oder Azuris. Und mein zweiter Gast ist ein großartiger Kollege. Er ist ein Holländer und er ist natürlich voller Begeisterung für den künftigen Europameister. Er ist ein echter Tausendsasser. Er ist Produzent, er ist Autor und er ist bei uns vor allem ein unglaublich beliebter Schauspieler. Früher aus den Tatortreihen mit Schimanski. Da war er Hänschen. Und Sie wissen, da war Pause. Und jetzt kommt der Tatort wieder, heißt aber eigentlich Schimanski, weil Schimmi vom Schimanski-Image weg will. Klingt alles kompliziert, ist aber Showgeschäft. Er ist auf jeden Fall heute Abend bei uns zu Gast, der unglaublich sympathische Freund von Schimmi in den Schimanski-Filmen, spielt das Hänschen, Chiem van Hoveningen. Auch auf Videowall zu sehen, meine nächsten Gäste. Sehr gut.
Sehr gut. Ja, so kleine Hinweise braucht man hin und wieder. Und zwar zwei großartige Kollegen aus Österreich, aus Wien, haben eine sensationelle Kritik bekommen in der Süddeutschen Zeitung und waren vor 14 Tagen schon mal hier, als ich von einem rätselhaften Virus aufs Krankenlager gestreckt wurde. Sie wissen, ja, damals. Sie waren aus Wien da, sagen, schön, dass wir hier waren, fliegen wir wieder heim. Heute sind Sie wieder da. Das ist heute dank der modernen Technik möglich. Mit einem Auftritt bei uns und einem kurzen Ausschnitt aus Ihrem Programm. Zwei echte Österreicher, Thomas Maurer und Florian Schäuber. Vielen Dank. Wir alle fiebern entgegen. Morgen geht es los mit einem wahrscheinlich Unentschieden, oder? Eröffnungsspiel Belgien gegen Schweden. Eröffnungsspiele traditionell immer Unentschieden, oder? Muss ich mal fragen, gibt es hier irgendwo günstig weiße Jeans? Reihe 1, Mitte, toll. Peter Maffay, meine Damen und Herren. Schön, dass du hier bist, Peter. Tolles Lager. Der Peter, Reihe 1, bitte. Zeig's ihn doch mal. Einmal hier, der Peter. Servus. Schön. Peter Maffay. In neuen weißen Jeans. Morgen geht es los mit der Fußball-Europameisterschaft. Ja? Und die Schweden, für viele ein Geheimtipp. Ich kenne keine der 42 Mannschaften, die mitmacht, das sind 86, glaube ich, die kein Geheimtipp ist. Aber die Schweden verzichten während der gesamten EM auf Sex. Stattdessen schauen sich Erotikvideos an. Begründung, ein schwedischer Spieler hat gesagt, wenn er Sex hat, hat er hinterher kein Gefühl im Fuß. Großaufnahme. Hier, Großaufnahme. Oh. Unglaublich. Sie sind Schwedin? Wow. Ja. Kein Gefühl im Fuß. Ich weiß, dass viele deutsche Frauen jetzt sagen, tja, Schatz, wenigstens nur der Fuß, hm? Kein Sex während der EM. Gut, das geht dem deutschen Mann auch nicht anders. Aber bei den Schweden ist es leistungsorientiert. Ich finde zum Beispiel, die deutsche Mannschaft sollte auch während der EM auf den Sex verzichten, oder? Das muss doch zu schaffen sein für die drei Spiele. Mal gucken, wie spät es ist. Oh, schon fast 12:30. Naja, da kann ich ja den folgenden Witz machen. Sie wissen, wenn es unter die Gürtellinie geht und so, dann bin ich sonst, wenn wir zur normalen Sendezeit kommen, immer sehr, sehr vorsichtig, oder? Habe ich recht, sehen Sie? Ja, ja. Also, wenn die Schweden während der EM keinen Sex haben, da kommt es bestimmt bei den Spielen zu vielen Lattenschüssen. Nicht schlecht, oder? Ja. Wo kommen Sie her, gnädige Frau? Aus Osnabrück. Schnallen Sie an, ich glaube, beim nächsten Gag besteht Gefahr, dass Sie aus den Latschen kippen. Achtung. Wie ist Ihr Vorname? Ruth aus Osnabrück. Folgender Gag speziell für Sie. Moment. Was heißt Dauererektion auf Schwedisch? Ruth? Stockholm! Sauerstoff für Rund! Heute, meine Damen und Herren, meine alte Heimat, mein alter Arbeitgeber, 42 Jahre war ich bei der ARD, Sie wissen das, dann hat mich Karel rausgedrängt, weil er wieder zurückkam von RTL. Die ARD feiert heute 50. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja. 50. Geburtstag ARD, liebe RAN-Fans. Ja, wo Becks Krombacher heißt. Ja, das ist die ARD. Die ARD, und jetzt kommt ein schöner Scherz, ist jetzt in dem Alter, wo man ohne Dritte nicht mehr auskommt. Es war ein medienkritischer Scherz. Aber nicht schlecht. Was sagst du, Peter? Hat er dir gefallen? Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Haben wir das schon öfters gesagt? Oder noch nie? Wo kommst du her?
Aus Frankfurt. Und heißt eigentlich? Christian. Christian. Und überhaupt kein hast du einen hessischen Akzent oder so? Eigentlich schon ein bisschen. Ne? Das sieht aber aus wie Peter, aber die Fans haben gemerkt, er ist es nicht, denn. Ja, 50 Jahre ARD. Was ist geblieben von ARD? Für mich? Palim, palim. Und da haben schon wieder Oberlehrer geschrieben. Ich habe neulich gesagt, als Heller von Sinn hier war, es heißt Palim, palam. Nein, man hat mir geschrieben, es heißt nicht Palim, palam, es heißt Palim, palim. Tür aufmachen. Palim, palim. Ich hatte da eine Flasche Pommes. Und ich habe jetzt festgestellt, mit diesem Gesicht rutsche ich rein in den späten Herbert Wehner. Die Eltern werden sich erinnern. Viele Parodisten kommen ohne ihn auch heute nicht aus. Vor 40 Jahren entwickelte L'Oreal das erste Haarspray, meine Damen und Herren. Haarspray, rot, Achtung. Oder wie es in Köln heißt, Tuckennebel. Ja. Herbert Wehner Parodie scheint auch öfter gewünscht zu werden. Vor 40 Jahren wurde das Haarspray erfunden und einen Tag später Tony Marshall. Ja. Das muss ich sagen, das ist für viele Männer auch ein Problem geworden, ja? Weil mit dem Haarspray, da fielen die Haare nicht mehr einzeln aus, sondern es brachen komplette Teile von der Frisur einfach weg. Bitte? Oh. Line one, come aside. Sehe ich gerade auf meinem Kontrollmonitor. Line one, come aside. Eine lustige, launige Sommergesellschaft heute Abend hier bei uns im Studio. Ruth aus Osnabrück, meine Damen und Herren, Christian aus Frankfurt und viele mehr. Und wie sieht es bei Ihnen aus, meine Damen und Herren, in den Büros, in den Firmen? Sie machen auch Wetten, wer wird Europameister, wie gehen die Spiele aus, ja? Ist das so? Ja. 280 Köpfe nicken, 280 Köpfe auf 130 Körpern, hier aus Platzgründen. Und wir haben das schon letztes Mal gemacht bei der Fußball-Weltmeisterschaft vor 2 Jahren. Und in diesem Jahr, habe ich gesagt, bin ich ganz schlau. In diesem Jahr hänge ich mich an zwei Kolleginnen, eine Kollegin, einen Kollegen dran, die immer ganz weit vorne liegen, obwohl, ich sag mal so, obwohl sie nicht zu den allergrößten Fußballexperten gehören. Ja? Aber sie tippen einfach emotional. Sie tippen einfach aus dem Bauch heraus. Zum einen unsere Kollegin Susanna, meine Damen und Herren, und unser Kollege Monsieur Antoine. Monsieur Antoine. Du, du. Hier, das ist die WM-Tabelle 98, Platz 1, damals Lars Wilken. Viele werden sich noch an ihn erinnern, Lars Wilken und dann Platz 2 und Platz 3 Uli Hölzer, der Mann, der diesmal bei uns alles überwacht. Und Platz 5 war Susanna und ich. Und ich habe immer alles getüftelt und Susanna hat einfach mit viel Eleganz ganz emotional ausgeführt und war im Grunde besser. Hat nur aufgrund eines präzises Ergebnisses von mir denselben Platz. Und ich habe mir gedacht, ich fülle heute die Liste hier für Sie aus. Schauen Sie, das ist unsere Liste. Jeder zahlt 10 Mark bei uns im Team und dann am Schluss, wer gewinnt, kriegt 50%, der zweite 30% und der dritte eben noch 20%. Man tippt das genaue Ergebnis oder wie beim Toto Lotto 1-0-2 für Heim, Auswärts oder Unentschieden. Deutschland, Rumänien am Dienstag. Nee, Montag. Geht wie aus? Wie? Was? 1. Deutschland gewinnt? Ja? 2-1 für Deutschland, sage ich. Und zwar ein mieses Spiel, holziges Gekicke. Rumänen schwächer als erwartet und in der 88. kommt Olli Bierhoff mit der Haarspraydose und macht ihn rein. So wird das sein. Ja, so wird das. Glauben Sie mir. So läuft es. Macht ihn rein. Portugal, England 2-0-3. Keine Diskussion, vor wegen spielerisch stark und zwar die Engländer machen sie platt. Die Hälfte der Engländer spielt in Strapsen, das wissen Sie. Ja. Und die andere trägt kein Höschen, weil sie alle mit den Spice Girls verwandt oder verschwägert sind. Rumänien, Portugal fällt aus, weil es keiner sehen will. Nein. Ein
1. Und zwar würde ich sagen, das geht 3:1 für Rumänien. Ich glaube auch, dass Rumänien nicht sehr weit kommt, weil die Rumänen sind für mich im Grunde das Bulgarien dieser EM. Sie erinnern sich, mein Lieblingsspieler überhaupt, Christos Deutschkow. Kennen Sie noch? Früher Barcelona, dann Hacienda Mallorca. Du kommst mir nicht mehr nach Barcelona rein, bleib drüben. Und Stoichkov war lange Zeit mein Lieblingsspieler, weil er hat seine Frau mitgenommen nach New York damals bei der WM in den USA. Und er ging in Badelatschen mit Goldkette über die Fifth Avenue und hat Pommes frites gegessen. Am Pool. Einfach so. Und dann hat er uns nach Hause geschossen. Wir erinnern uns, damals in Amerika. Und das ist eigentlich so der Spielertyp, den ich bevorzuge. Und die Rumänen, Hatschi und so starke Einzelspieler, es wird reichen gegen Portugal. 1, England, Deutschland. Wie geht England, Deutschland aus? Wie? 2? England gewinnt? Wer sagt, England gewinnt? Elfmeterschießen. Es gibt in der Vorrunde noch keine Elfmeterschießen. England, Deutschland 1. Und zwar mit einem 2:1 gewinnt England gegen uns. Wird eine böse Diskussion geben. Ja. Eigentor von Jeremies. Das deutsche Tor, also in England reinschießt dann selbstverständlich Olli Bierhoff, der bis dahin angezweifelt wird von Deutschlands führendster Tageszeitung. Aber er macht ihn rein und wird Stammspieler als Kapitän. England, Rumänien. 2:0. Überraschend stark, die Rumänen. Ja, England. England. Ich sage Ihnen, was passiert. Nach dem Sieg 2:1 England, Deutschland wird in England das Volk unter Waffen gestellt. Und 4 englische Spieler gehen unerlaubt zu Fuß durch den Zugtunnel nach England in Strapsen und saufen sich so die Hucke voll, dass sie nicht mehr aus dem Koma erwachen. Daraufhin muss England mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft antreten und verliert 0:3 gegen die Rumänen. Das ermuntert Deutschland und man schafft ein sensationelles gegen Portugal 3:1. Muss ich hier tippen, 1:3. Dann die Gruppe C. Spanien, Norwegen. Wie sieht's da aus? Ist Spanien ein Favorit? No. Pero que los españoles. 2 Titel geholt in europäische Wettbewerbe, aber nicht spanische Spieler. Brasilianer, Franzosen, Engländer und so weiter. Hä, Spanier? Bei internationalen Turnieren immer adios in Viertelfinale. Sí, ist es so. Ist es so. Ja. Selbstverständlich. Spanien, Norwegen. Und es ist auch wichtig, dass die spanischen Spieler rechtzeitig wieder nach Hause fahren, denn wir wollen ja auf Mallorca bedient werden. Das heißt, Spanien, Norwegen. 2, Norwegen gewinnt 0:2. Und jetzt kommt ein Spiel, meine Damen und Herren, das wird gepfiffen von Bodo Hombach. Jugoslawien gegen Slowenien. Schon wieder machen alle. Kein Politwitz, keine Minderheit wird beleidigt, sondern bei Tito hätte es das nicht gegeben. Ja, jetzt andere Zeiten, andere Spiele. Jugoslawien, Slowenien. Wie geht das Spiel aus? Schauen wir nach. Susanna sagt 1:2 für Slowenien. Antoine ebenfalls 1:2 für Slowenien. Ich sage, ich kann die Slowenien nicht einschätzen. Ist Slowenien stark? Šukor ist Kroate. Da war Šukor. Ja. Bata Ilic war. Ich glaube auch, dass Jugoslawien verliert. 1:2 und zwar Kids! Ich frage Sie mal, wissen Sie überhaupt, wo Slowenien liegt? Wie heißt die Hauptstadt von Slowenien? Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Kroatien kennt man. Da fliegt der eine oder andere NRW-Spitzenpolitiker am Wochenende mal runter, um. Ja? Aber. Schöne Küste, schöne Küste. Habe ich neulich gesehen, so im Reisemagazin. Eine der schönsten Marinas, wie das heißt, so Segeljachthäfen der ganzen Mittelmeerküste in Kroatien. Aber unser Dirkes Schulatlas, ein Klassiker. Und wir haben das hier. Schauen Sie hier, Kids, schaut euch bitte das hier an. Das hier ist Mittelmeerraum mit Österreich. Aber Österreich gehört im Grunde auch schon zum Balkan. Ja? Und hier,
Hier ist Slowenien. Und die Hauptstadt von Slowenien heißt Maribor. Ist das falsch? Ljubljana. Aha! Und Marburg? Maribor? Maribor ist eine große Stadt in Slowenien, aber nicht die Hauptstadt. Danke, Susanna. Und du weißt, wer mir gesagt hat, die Hauptstadt von Slowenien heißt Maribor? Ja. Wer? Mein Vorgesetzter. Wie heißt er? Schrei diesen Namen ganz laut raus. Es ist unser Chefredakteur Manuel Andrag. Ja! Der Isaac Newton des Privatfernsehens! Sehr gut! Hat behauptet, Maribor ist die Hauptstadt von Slowenien. Andrag, ein Österreicher, wie der Name schon sagt. Ja. Laibach, das hier ist Slowenien. Slowenien liegt hier, Kids. Und bitte, hier ist Laibach, nicht verwechseln weiter oben mit der Slowakei. Ja, und die Hauptstadt der Slowakei heißt, hier ist Graz, geht's darüber, bitte. Bitte schön, schaut, wo, Entschuldigung, ich muss gucken, wo Slowenien liegt. Die Slowakei sehen wir hier oben. Das ist Pressburg, meine Damen und Herren. Und bitte, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, von Wien nach Pressburg, Bratislava, wie es offiziell heißt, fährt eine Straßenbahn. Oder zumindest eine Tram, eine Schnellbahn, ein Zug. Ja, und das müssen wir heute, also nochmal. Slowakei, Pressburg, Slowenien, Ljubljana. Für mich als Angehörigen der älteren Generation sehr schwierig zu merken, weil früher hat es alles zu uns gehört. Nein, ich rede nicht von Adolf, ich rede von Kaiser Franz. Ja, damals, Helmut, in der großen Zeit. 1, 2, 3. Fünf Tage Bau! Erst schmeißt man den Antrag raus! Spätzen ein! Ja, wir Älteren, Sie können sich wieder hinsetzen zu Hause, meine Damen und Herren, und stillgestanden. Rührt euch! Sie merken, das Publikum ist völlig verunsichert historisch. Ja, wenn ich sage Slowakei, ist das eine Randgruppe. Wenn ich sage Slowenien, Hilfe, sind wir da einmarschiert. Nein! K und K, wie Bämme noch bei Estreich, war der Kaiser Franz, es hat mich sehr gefreut, habe die Ehre, küsst die Hand. War früher so. Zum Beispiel, früher hatte Österreich Zugang zum Meer. Heute haben sie es auch, aber nur noch auf Mallorca. Ja? Hier, Triest. Schau mal hier, Triest war früher österreichisch. Und hier unten geht es weiter, das ist Kroatien. Und das kennen wir, das ist, glaube ich, hier ist Pula, ne? Ja. Hier ist irgendwo Pula. Schöner Campingplatz, kenne viele, die dort waren, und das Wasser muss irgendwie nicht okay gewesen sein. Früher, jetzt so sauber, ich trinke nur noch Wasser am Strand von Pula. Es war ein König in Pula, Sie kennen das Gedicht. War es das? Hat gefreiter Antrag wieder Kommando gegeben, wir sollen weitermachen? Ja. Meldig was sonst? Hauptstadt gemerkt. Meine Damen und Herren, mein erster Gast ist viel zu jung und zu fesch, um in diese historischen Wirren verstrickt gewesen. Dieser österreichische Akzent, kaum höre ich den Radetzky-Marsch. Sind Sie historisch jetzt verunsichert? Nein. Oder? Das ist alles beim Alten. Wir haben wieder viele Einzelstaaten, deswegen dauert die Europameisterschaft länger. Ja? Früher waren ja nur zwei Spiele, aber es gab nur zwei Staaten. Die Deutschen haben gewonnen und alle waren zufrieden. Nein! Die UNO will es anders. Aber bitte, wir sind Demokraten und wir sind einverstanden. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist eine deutsche blonde Frau. Aber sie hat bei uns keine Arbeitserlaubnis. Kein Problem, Österreich liegt vor der Tür. Ihre Firma sitzt in Salzburg. Sie war Topmodel. Sie hat für Italiener, Franzosen und Amerikaner gearbeitet. Und wenn Sie wetten wollen, zum Beispiel, ob Slowenien gegen Jugoslawien gewinnt oder ob Rumänien vorzeitig abreist, weil die Pommes zu fett sind, dann können Sie das bei Ihrer Firma im Internet machen. Hallo, AG. Herzlich willkommen, Jara Wortmann. Ich muss schauen, dass ich die Frauen hoch. Hier. Also,
Dass du eine unglaublich attraktive Frau bist, sieht jeder. Dankeschön. Du bist aber auch eine Vorstandsvorsitzende, so heißt das offiziell. Richtig. Ja, und ist das richtig, du hast Politologie studiert? Kommunikationswissenschaften und Politik. Und Politik. Ja. War das in etwa historisch richtig, was ich gerade gesagt habe? Das war in etwa richtig, ja. Ja, es klingt alles ein bisschen kompliziert, aber es war richtig. Und wenn man wetten will, wie viel davon richtig war, dann kann man das zum Beispiel mit deiner Firma im Internet machen. Richtig. Das erklären wir gleich, meine Damen und Herren. Wie kommt der Name Alu? Alu ist ein virtueller Name und stand vor für unsere Seite, bis wir festgestellt haben, dass The Lou im Englischen das Klöchen heißt. Und haben wir gesagt, wir sollten die Seite vielleicht umbenennen. Und jetzt heißen wir crazyclick.de. Aha! Wie, die AG heißt auch crazyclick.de? Nein, die AG heißt immer noch Alu, aber die Seite heißt crazyclick.de, ja. Und man kann auf dieser Seite wetten? Richtig. Ja, wie in anderen Wettbüros auch, oder ist es was anderes? Nein, es ist was ganz anderes. Man kann bei uns auf alles wetten, was in irgendeiner Art und Weise durch die Medien läuft. Das heißt, was gerade heute aktuell ist, von Big Brother über Pamela Anderson, über Politikthemen, Börsenthemen, ja, das kann man bei uns verzocken und verwetten. Und wie viele Mitarbeiter hat die Firma? Momentan 30. 30, ja. Die meisten Internetfirmen haben ja nur eine attraktive Vorstandsvorsitzende und sind pleite, ja, und geht aus diesem Grund erstmal an die Börse. Das seid ihr nicht. Noch nicht. Ihr macht Gewinn? Das auch noch nicht, aber wir bemühen uns. Das gibt es erst seit 4 Monaten. Aha. Ja. Und womit verdient ihr das Geld, um 30 Leute zu bezahlen? Wir haben 2 verschiedene Seiten. Wir haben eine Seite, da spielt man nur um Nuggets. Das ist eine kostenlose Seite, kostet nichts, gibt kein Risiko für den Kunden. Man meldet sich an, bekommt 2000 Nuggets geschenkt, ein Konto wird eingerichtet und dieses Spielgeld kann man dann auf die verschiedenen Wettausgänge setzen. Aha. Und dann haben wir auch noch eine Geldseite, das ist die bet11.com-Seite. Mhm. Und auf der Seite kann man richtig mit Geld wetten, auch auf die EM. Und von dieser Geldseite kriegt ihr dann eine Provision? Davon kriegen wir eine Provision. Es gibt allerdings, wir haben noch so ein bisschen anderes Wettprinzip. Wir haben gesagt, wir unterscheiden uns von den herkömmlichen Wettbüros, die es ja überall gibt. Und haben gesagt, wir machen ein System, wo uns der Wettausgang egal ist und die Kunden eigentlich gegeneinander spielen. Das heißt, die Zettel, die ihr hier ausfüllt, die sind out. Jetzt völlig out, völlig ja out. Jetzt geht man zu Crazy Click. Crazy Click? Genau, und da wird alles in einen Topf geworfen, an ja die Gewinner ausgeschüttet. Aha. Bisschen wie Jackpot. Das heißt, ihr lasst die Leute gegeneinander spielen und kassiert nur mit, als sozusagen als Vermittler. Richtig. Eine Provision. Genau. Wie kommt man auf so eine Idee? Durch das Liebesleben von Bill Clinton. Wirklich wahr, ja? Ja. Ja. Ja, was heißt das? Ja, ich habe damals meinen Freundeskreis sehr genau beobachtet und die haben gewettet und gezockt wie die Verrückten. War es nicht, wie wird es weitergehen? Sind es seine Spuren, sind es andere Spuren auf dem Kleid von Monika? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich komisch, dass sowas noch nirgendwo angeboten wird, nirgendwo. Ja. Und bin in ein Wettbüro gegangen und habe erstmal gar nichts verstanden, weil es ging ja wirklich nur um Fußball, um feste Quoten und man musste genau wissen, welches Land wie wo spielt und so weiter. Und habe gedacht, nee, ich möchte irgendwas machen, wo sämtliche Themen, die gerade diskutiert werden, die polar aufgeladen sind, wo Leute sich drüber echauffieren, die möchte ich anbieten. Und dann hat sich das Internet angeboten. Und dann geht es so, dass man da 30 Leute einstellen kann, so schnell in 2 Jahren? Oder was hat sich das entwickelt? Nee, ja? Es gibt uns jetzt, also online sind wir seit einem halben Jahr. Seit 6 Monaten sind wir online, haben aber schon 40.000 festregistrierte Kunden, ja, haben über 4 Millionen Page-Impressions und es läuft richtig gut. Vermisst du deine Zeit als Model oder machst du das noch nebenher? Nee, da keine Zeit mehr. Nichts mehr? Nee, gar nicht, ja, mehr. Aber ich meine, das wäre doch die Möglichkeit, sozusagen ein bisschen Werbung zu machen, auch für die Internetfirma, oder nicht? Fürs Wetten? Naja, dass man irgendwie sagt, weiß nicht, ich wette, dass ich gleich stolpere auf dem Laufsteg oder wie. Das ist nicht spannend genug. Ich würde eher so auf Big Brother gehen oder ja, ich würde, ja, wir haben jetzt eine ganz tolle Wette drin über die Homo-Parade in Rom und der Papst ist ja dagegen, dass die Homosexuellen in Rom eine Parade machen dürfen. Ja. Hat wahrscheinlich zu viel außerhalb des Vatikans. Richtig. Ja. Zu viel Angst. Dass ja, natürlich. Ja. Dass er da bekannte Gesichter sieht. Ja. Ja. Kann man zum Beispiel wetten, ob dieser Satz Ärger gibt? Ja? Ob bitte was? Ob dieser Satz Ärger gibt? Ich hoffe, dass er keinen Ärger nein gibt. Ich werde ihn dementieren. Nein, aber ich meine, wer bietet so eine Wette an dann? Also ihr bietet die Wette an. Man kann nicht als Teilnehmer sagen, ich würde gerne das hier zur Wette anbieten. Das kann man auch. Man kann seine eigene persönliche Wette auch ins Netz stellen. Wir werden das sogar jetzt mit Home-Videos belegen. Das verspricht auch sehr spannend zu werden. Ja. Und man kann sagen, ich wette mit meinen Kumpanen, dass ich nackt in eine Shell-Tankstelle renne und mir irgendwie ein Maß kaufe. Und das wird dann bei uns zu sehen sein. Mit der Webcam? Mit der Webcam. Ja. Genau. Wieso ist das jetzt Salzburg? Das hat rechtliche Gründe. Deutschland wollte uns nicht haben. Die haben uns
Rausgeschmissen. Ins schöne Österreich. Ja, wieso das? Rechtliche Gründe? Wir haben ja, doch eigentlich das Wetten fällt unter das Glücksspielmonopol in Deutschland. Ja. Man bekommt als Privatperson keine offizielle Wettlizenz. Und deswegen muss man nach Österreich gehen. Hier kann man auch als Privatperson noch eine staatliche Wettlizenz erhalten. Ja. Wobei der deutsche Markt es ausländischen Geldwettanbietern sehr schwer macht, auch in Deutschland zu werben. Also da ist der Staat sehr monopolistisch und sagt, das Geld bleibt bei uns. Deswegen sind ja viele junge Menschen, die in den Wettbereich gehen und wollen, gezwungen, ins Ausland zu gehen. Die sind gezwungen. Weiß das der Kanzler eigentlich? Die Wettindustrie, eine der blühendsten Industrien bei uns, ja, wird nach Österreich getrieben. Wird nach Österreich getrieben und wird ins Ausland verlagert. Das ja, ist aber so schön, dass in Österreich das ein bisschen locker gesehen wird. Und wie kriegt man dann sowas mit, dass in Österreich das geht? Das ist ja auch ein Glücksfall, wenn man in München lebt und praktisch ein paar Kilometer über der Grenze bietet sich das an. Das muss man ja wissen. Ja, also das war am Anfang eigentlich so ein bisschen Spießrutenlauf. Ich bin zum Ministerium hier in Deutschland gelaufen, hatte nirgends eine Chance, Lizenz zu erhalten. Und ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, erfährt man eben, wo man private Lizenzen erhalten kann. Und das ist dann entweder auf irgendeiner Insel, was ein bisschen unseriös ist, oder dann im Salzburger Land, wo man sehr starke Auflagen hat, die man alle erfüllen muss. Und dann sind wir nach Salzburg gegangen. Also ich werde ja zum Beispiel, dass Holland Europameister wird. Ja, das ist der Promi-Tipp von Harald Schmidt, ja. Den werden wir gleich ins Netz stellen. Ja, das machen wir. Und dann aber ich glaube, es ist, wie ist denn das, je niedriger die Quote, also wenn alle sagen Holland, dann ist es eine sehr niedrige Quote. Das ist richtig, ne? Genau. Ja. Beim Totalisateursprinzip ist es so, da ist die Quote sehr niedrig, wenn alle auf dieses Ereignis setzen. Beim Buchmacherprinzip, das ist das andere, wo es feste Quoten gibt, das bieten wir auch an, da ist es anders. Aber da wird halt mit festen Quoten gehandelt. Ihr seid ja schon an der Börse? Nein, das kommt hoffentlich nächstes Jahr, ist aber marktabhängig. Das heißt? Das heißt, man muss beobachten, wie sich der Markt weiterentwickelt, wie die Dotcoms weiter bewertet werden. Das ist ja im Moment ein bisschen ein zwielichtes Thema. Da ist ja auch Pleite, Dot.com, also bei der einen oder anderen Firma. Ja? Das ist richtig, ja. Die haben ein bisschen logistische Probleme und auch die Waren zu verschiffen ist oft nicht einfach für Boo.com, Amazon und so weiter. Mhm. Aber das Problem haben wir nicht. Wir haben ja keine Waren. Wir haben ja nur Bits und Bytes. Das ist eigentlich genial. Ja. Ihr braucht auch keine Lagerung. Nein. Ihr braucht nicht mal, wie das so heißt, Just in Time oder was? Dass das alles irgendwie auf der Autobahn liegt? Just in Time sollten wir schon sein, aber ja, aber alles rein virtuell. Richtig. Ja? Und dann plötzlich seid ihr 2 Milliarden wert durch den Börsengang. Mehr? Oder? Mehr? Wie viel Prozent der Firma gehören dir? Oh, das habe ich vergessen. Eine abgezockte Geschäftsfrau, meine Damen und Herren. Aber wahrscheinlich mit diesem Aussehen fällt es dir leicht. Steiler Zahn, so tolle Frau, ja, ich unterschreibe mal. Und schon, zack, wieder ein Vermögen ruiniert, oder? Ich hätte hier noch einen Vertrag. Ja, eben, aber ich kann nicht schreiben. Ja? Das macht dich nicht für die Hand. Ja, Little Brother bei Kerstin. Die haben auch geschrieben, unter der Decke. Ja. Oh. Ja, Alex, hast du die gesehen? Jara, toi, 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 wir werden das verfolgen und wir werden gucken, vielleicht lohnt es sich zu zeichnen. Wir werden das mitkriegen. Toi, toi, toi. Vielen Dank für den Besuch. Dank. Ja, und viel Erfolg. Danke. Jara Wortmann, meine Damen und Herren. Wetten, dass. Mein nächster Gast ist Schauspieler, Autor, Produzent, ein echter Alleskönner aus Holland oder ist dem deutschen Publikum vor allem bekannt als langjähriger Partner von Götz-George in den Szymanski-Filmen als Hänschen. Herzlich willkommen, Chiem von Houweningen. Sie leben in der Nähe von Rotterdam. Ja. Ja? Also ja. Und in Rotterdam ist, glaube ich, auch das Endspiel bei der Europameisterschaft. Ja, sicher. Und ich habe einen Platz. Ja? Ja, sicher. Wirklich? Sie haben schon Karten? Ja, ich sehe gerne Holland spielen. Ja, wer nicht? Wer nicht? Oder wer ist Ihr Lieblingsspieler? Ja, das war damals, war das Cruyff. Und jetzt ist es Klaus. Als ihr gegen uns verloren habt im Endspiel, ja. Ja, ja. Ja. 37 war das, glaube ich. Nein, es war 74. 74 nach einer Schwalbe von Hölzenbein. Mit dem Elfmeter von Paul Breitner unvergessen. Ja. Ja. Cruyff und heute? Jetzt ist Kluivert, finde ich gut. Und ich finde Edwin van der Staal, finde ich sehr gut. Und Bergkamp. Ja.
Das sind so mehr die Techniker. Ja? Ja, ja. Was ist mit so einem wie Edgar David und so, der zwar... Der arbeitet wie ein Weltmeister. Der arbeitet und sehr gut auch, ja, finde ich. So eine Dampfmaschine. Ja, ja, ja. Und die ganze Vorwärts von Barcelona kommt jetzt nach Holland. Genau, das ist so. Das muss man aber sagen, da habe ich vorhin gesagt, der spanische Fußball, niente ohne ausländische Spieler. Ja, ohne Holländer. Holländer hauptsächlich. Ja. Ja, und dann geht es nach Italien und dann wieder zurück nach Holland, oder? Ja, Juventus natürlich, das ist Van der Star jetzt. Ja. Und wie noch? Es gibt viele, ich weiß. Wir sind überall eigentlich. Überall, viele sind auch Holländer, man weiß es gar nicht mehr. Und das ist ein bisschen schade, dass alle gehen weg. Versteht ihr, das große Geld, alles geht weg. Ja, das ist bei uns nicht so, da geht keiner weg, weil auch keiner geholt wird. Nein, ja. Früher hatten wir schon auch Rummenigge und so, und Fritz Walter hätte nach Italien gehen können und so damals. Ja, ja. Aber jetzt mal. Glauben Sie, dass Holland Europameister wird? Aber sicher. Ja. Gegen wen im Endspiel? Frankreich. Ja, 3-1? Ja, 1-0, denke ich. Wirklich, so knapp. Ja, so knapp. Verstehe. Ja, ja, ja. Wie ist das? Sie hatten sich schon verabschiedet vom Tatort, ja? Damals, ja. Das ist wieder so 10 Jahre her. Ja. Und Tatort ist, da haben wir den 26 haben wir gespielt, Schimanskis. Ja. Ja. Und dann hat Tatort eine andere Hauptkommissar gekriegt. Ja. Jetzt machen wir auch nicht mehr Tatort, wir machen Schimanski. Das sind so Fernsehspiele. Genau, das ist aber für den Zuschauer irgendwie gar nicht zu begreifen. Weil der sieht einfach Schimanski und glaubt, das wäre der Tatort. Ist aber Schimanski und heißt Schimanski. Ja, das, ja. Das ist schwierig zu begreifen. Das ist sehr schwierig. Ja. Wie ist das mit Götz-George? Viele bei uns halten ihn für eher einen ernsthaften Menschen, der auch ab und zu mal ein bisschen böse wird und so. Aber Sie sind schon lange mit ihm befreundet, ja? Ist er privat ganz anders, als man glaubt? Na, er ist ganz ernst und manchmal ein bisschen böse. Ja, wann wird er zum Beispiel böse? Wenn man ihn was fragt oder wenn man... Na, wenn man nicht ehrlich ist. Man muss sagen, was man denkt. Und, ach so. Ja, das muss man sein bei ihm. Ja. Und er spürt auch ganz schnell, wenn einer nicht ehrlich ist. Aha. Sagen. Und dann wird er böse. Na, böse, aber das mache ich nicht. Ich meine, es wirkt dann vielleicht darauf zu. Ja. Er ist ganz präzise und er arbeitet sehr hart. Oder auch wenn einer nicht sich hundertprozentig mit einem Einsatz von 100% für den Film einsetzt, dann wird er sauer. Ja. Was machen Sie als Produzent in Holland? Wir machen viele Sachen. Wir haben jetzt 3 Produktionen. Das sind Komödien, haben wir gemacht. Und 45 Folgen machen wir von Komödien. Wir machen 13 Krimis und 2 Spielfilme. Und ich habe gehört, Sie wollen die Matthäus-Passion verfilmen. Das haben wir gerade gemacht. Das war schon. Das ist ein Buch für die Matthäus-Passion. Das ist eine Kontroverse zwischen den Christuspartei und den Dirigenten. Es ist ein wunderschönes Buch. Aha. Und das haben wir gekauft und das haben wir jetzt gemacht. Und das heißt, das organisieren Sie alles oder führen Sie auch Regie und schreiben Sie Bücher? Nein. Ich habe das produzieren wir. Ja. Und Bau Vorteile, das ist unser Produzent. Und der hat wieder welche Produzenten, die arbeiten. Ja. Ich bin dann die künstliche Leitung von unserer Firma. Und das sitzt alles auf Ihrem Bauernhof da, der Firmensitz? Nein. In Rotterdam haben wir ein Studio. Aha. Ein Studio. Das ist so 1000 Quadratmeter. Und da haben wir auch die Büros und alles ist da. Und da arbeiten wir. Und auch haben wir ein Studio in Amsterdam. Da machen wir die Krimis. Das sind Sie ja so wie der kleine Endemol, oder? Nein, weil ich heiße Kim von Hauerlinge. Ich kann etwas anderes. Nein, das ist überhaupt... Ich will nicht so groß werden. Ich will alles lesen, was ich mache. Verstehen Sie? Was rausgeht? Vorher. Dann sagen wir, das bestimmen wir zusammen und das geht. Und ich mache eigentlich, machen wir nur Drama, Komödie und Krimis und so weiter. Und wir haben angefangen jetzt mit anderer Sache, den Non-Fiction. Aber die hauptsächlich bleibt das auch die Drama. Ja, also keine Show oder sowas, sondern ab und zu mal, aber hauptsächlich... Habe ich nie gemacht, nein. Ja. Da kommen Sie mal schnell rüber, dann können wir was machen natürlich. Ja, aber das wäre mal was. Ein Deutscher, der in Holland eine Show macht, glaube, es würde den Holländer sehr, sehr irritieren, oder? Nein. Der Weg ist doch umgekehrt, ne? Nein. Das der Unterschied ist, dass man spricht so gut Deutsch hier. Ja. Und man irritiert überhaupt nicht. Ne? Nein? Aber ich kenne keinen einzigen Deutschen, der in Holland irgendwas moderiert.
Naja, aber ich bin gerne die Erste, die etwas macht. Also kommen Sie ruhig rüber. Aber ich kann ja kein Holländisch und das sollte man schon können, denn die Holländer, die hier rüberkommen, können alle Deutsch. Zwar mit einem kleinen Akzent, aber sie können Deutsch. Ja, mit einem Akzent. Ja, aber das Akzent, Akzent ist sympathisch. Also ich glaube, das ist... Sie sind ganz freundlich, ja. Ja, das ist das. Aber wir haben auch, der Prinz Bernhard spricht auch ganz schön Holländisch mit einem deutschen Akzent. Wirklich wahr? Prinz Bernhard hat einen deutschen Akzent? Ja, sicher. Ja? Und Prinz Klaus? Auch. Auch? Weniger als Prinz Bernhard. Tatsächlich, dabei lebt er noch nicht so lange, erst 50 Jahre oder so. Oder was? Ja. Und Prinz Bernhard ist ja Holländer, oder? Ja, klar. Ja. Verheiratet ist, dann ist man Holländer, ja. Ja. Aber man hört das noch immer, dass er Deutsch ist, ja. Deshalb. Gut, das ist für uns nicht zu merken, aber ich glaube es. Jetzt geht's zurück auf den Bauernhof. Ja, sicher. Aber Bauernhof ist ein bisschen, wir haben einen wunderschönen Garten und wir leben neben dem Golfplatz, ans Wasser. Und dann, ja, ich arbeite nicht auf meinem Bauernhof, da schreibe ich und in Rotterdam fange ich an zu arbeiten. Also, wir drücken Daumen. Ich glaube auch, dass Holland Europameister wird. Ja, ja. Alles Gute. Vielen Dank für den Besuch und ein schönes Spiel, ein schönes Endspiel, egal wer mit dabei ist. Ja, ja, alles Gute. Danke. Ja, wir haben es gesehen. Susanna. Was hast du nachgeguckt? Hier. Maribor. Es kommen gleich zwei. Was guckst du nach? Es kommen gleich zwei großartige Kabarettisten aus Österreich. Du hast den Brockhaus nachgeguckt, den haben wir immer Maribor. Hier. Maribor ist zweitgrößte Stadt in Slowenien. Genau. Steht hier irgendwo etwas, was nur entfernt nach Hauptstadt aussieht? Moment. Hast du auch dass es die zweitgrößte Stadt ist. Und hast du auch bei Ljubljana geguckt oder Laibach? Schau dir vielleicht noch nicht gekommen. Schau bitte bei Ljubljana, bei Laibach und bei Lebkuchenherz, ob das die Hauptstadt ist. Und wenn die beiden Kollegen aus Österreich fertig sind, dann werden wir das bedingen. Alles klar. Ja. Okay. Ist Antrag schon verhaftet? Ich arbeite dran. Ja. Sperzen. Meine nächsten beiden Gäste, meine Damen und Herren, kommen selbstverständlich aus Österreich. Und das Tolle ist, sie haben heute Abend bei uns Premiere, zum ersten Mal bei uns. Und sie werden uns ein bisschen die politischen Verhältnisse in Österreich, die für uns Deutsche teilweise nicht so sachkundig nachvollziehbar sind, erklären. Mit ihrem Programm zwei echte Österreicher. Herzlich willkommen, Thomas Maurer und Florian Schäuber. Ja, meine Damen und Herren, wir sind heute hier als Vertreter einer Selbsthilfeorganisation. Als auch Repräsentanten einer gesellschaftlichen Randgruppe, die derzeit sehr viel unter kollektiver Verächtlichmachung zu leiden hat. Ja, also wir sind beide... Also, alle zwei. Also, er und ich. Quasi, also... Ja, nein, wir können offen drüber reden. Also, wir haben kein Problem damit. Das kein Problem. Das ist okay, wir sind... Österreicher. Aber es ist bitte nicht so, wie es scheint. Der Kollege Schmidt hat Ihnen versucht, voreinzureden, wir wollen Slowenien und Kroatien zurück, nur weil wir wissen, dass Laibach die Hauptstadt davon ist. Nein, dem ist nicht so. Wir sind ganz bescheiden. Sie können sich auch Bayern weiterhin behalten. Wir Österreicher, wir sind momentan auf einem ganz, ganz bescheidenen Trip. Und wir sind schon wahnsinnig froh, dass wir hier feststellen konnten, dass das mit den EU-Sanktionen gegen unser Land nicht so streng in Deutschland gehandhabt wird. Ich weiß nicht, vielleicht bemerkt man es in Deutschland gar nicht so, aber... Österreich ist geächtet und isoliert und wir waren eigentlich schon sehr froh, dass wir problemlos einreisen durften, aber das hat funktioniert. Ja, und am Flughafen hat uns gleich der dritte Taxifahrer anstandslos transportiert. Also, Gott, da hat sich die ganze Fahrt über unseren Akzent lustig gemacht. Aber ja, aber er war sehr nett eigentlich. Also, er hat uns auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel ein paar schöne Kölner Sehenswürdigkeiten gezeigt. Ja, das gezeigt. War Bochum, Duisburg, Ja. Und man muss es bitte einmal wirklich sagen, meine Damen und Herren, diese Reaktionen international auf die Regierung in Österreich. Das ist überzogen. Also es ist gemacht. Ja, also im Spiegel ist unlängst wieder gestanden, ja, Österreich ist das drittreichste Land der Europäischen Union. Das ist so typisch. Hauptsache, Sie können uns wieder irgendwas mit Dritten Reich anhängen. Richtig. Und man muss schon auch bitte sagen, diese ganze Situation, die wir da jetzt haben, mit diesen übertriebenen Reaktionen aus dem Ausland, es gibt bitte Länder, die haben schlimmere Regierungen als Österreich. Ja. Absolut. Wenn man sich umschaut, Serbien, Afghanistan, Elfenbeinküste. Kärnten. Diese Heider-Hysterie, das ist ja auch überzogen. Ja, überzogen, bitte. Diese FPÖ, ja, die Partei vom Heider, die besteht ja nicht nur aus dem Heider. Ja? Ein Pornofilm hat ja auch immer eine Handlung.
Ne? Nämlich. Und ja, Sie dürfen gerne, ja, ja, das ist, tut gut. Und es ist auch so, der Generalsekretär der Freiheitlichen Partei hat auch unmissverständlich festgehalten, die FPÖ hat keine braunen Flecken. Völlig zu Recht, ein Marienkäfer hat ja auch keine roten Flecken. Ne? Ich habe selbst, muss ich gestehen, kurz mit der Idee geliebäugelt. Ich habe es dann nicht gemacht, aber es ist... Ja, und man muss auch einmal festhalten, Jörg Haider hätte natürlich auch, so ungern Sie das vielleicht hören, in der Bundesrepublik politisch Karriere gemacht. Ja, sicher nicht bei der CSU, für die ist er zu links, aber möglicherweise bei der CDU, weil die sucht ja immer noch nach unverbrauchten Personalreserven. Na gut, ne? Die haben jetzt eh was Tolles gefunden, also Angela Merkel, man... Die gilt als unverbrauchte Personalreserve. Also, dann glaube ich, kann man die verbrauchten CDU-Personalreserven nur mal mit Schaufel und Exhumierungsbescheid suchen. Aber gut, bitte. Das ist ja, nein, es ist eine Aufgabe, das gestehe, bin ich niemandem neidig. Also, Suche nach unverbrauchten CSU-Personalreserven. CDU, bitte. Entschuldigung, ja, CDU. Ja. CSU hat genug. Ja. Die jodeln dort von 3 Jahren weg und fahren Ski, also die werden alle... Nein, aber es ist, ich denke mal, einfach, wenn man wirklich in so einer Partei Personalreserven unverbrauchte sucht, das ist wie wenn man nach 6 Wochen Urlaub vom Flughafen zurückkommt mit so Hunger und im Kühlschrank unverdorbene Lebensmittelreserven zu finden hofft. Das ist... Ich meine, es ist nicht so, dass nichts da ist. So Essiggurken mit Preiselbeeren. Ja, da ein Fruchtwerk mit Halbfettmayonnaise. Warum nicht? Mal was anderes. Ja, aber sicher, sicher. Ich glaube, die beste Lösung wäre, wenn der Haider der Spitzenkandidat der SPD wäre. Ja? Weil der schaut wenigstens in Brioni-Anzügen nicht scheiße aus. Hat was. Ja, aber solange es uns eben nicht gelingt, den Mann zu exportieren, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass man als Österreicher im Ausland hat, bis auf Weiteres dauernd deppert angeredet wird. Naja, und was ist, wenn wir einfach überall sagen, wir sind aus Deutschland? Soweit kommt's noch. Wir haben heute ein bisschen länger gemacht, meine Damen und Herren. 4 Minuten länger für dasselbe Geld. Hast du nachgeguckt mit Laibach? Laibach ist die Hauptstadt. Garantiert. Susanna, ihr habt es eh gewusst. Tschüss, wiederschauen.